und herzlich willkommen zu meinem allerersten Video auf meinem Kanal. Ja, und zwar, gut, ich spiele Minecraft, ist nicht zu verkennen, allerdings spiele ich nicht, ja, Minecraft in dem Sinne, dass ich einfach gucke, was ich baue, also fleißig vor mich hin werke und einfach mal so, auf Deutsch gesagt, frei Schnauze bau. Nein, ich... Oh, Kohle. Nein, ich habe vor, ein etwas längerfristiges Projekt zu nehmen oder zu haben. Ja, und zwar möchte ich ganz gerne mit euch ein... Ja... eine kleine, ja, wie so eine Art Sightseeing-Tour zu starten. Und zwar durch Mittelerde. Dem einen oder anderen sollte das ein Begriff sein. Ein paar Schafe schlachten hier. Wird ja gerade dunkel. Und zwar einfach nur aus, so quasi von der Geschichte Anfang an quasi sozusagen. Und zwar jetzt nicht, also jetzt nicht der Start beim Hobbit, sondern eher so Herr der Ringe-like. Klar, startet auch in Hobbing, so wie Herr der Ringe selber auch. Quatsch, der Hobbit selber auch, Entschuldigung. Bettbauen fix hier. Keine Lust, gleich am Anfang hier jämmerlich zu sterben. Wäre natürlich auch ein geiler Start. So. Wunderbar. Dann würde ich sagen, dann lassen wir das gleich hier alles einmal stehen. Da ist eine Spinne. Einfach, wie gesagt, die Geschichte mehr oder weniger ein bisschen nachzustellen. Das Ganze stelle ich mir dann auch ein bisschen mehr so in einem, ja, Roleplay-mäßig vor. Wie gesagt, die Geschichte startet in Hobbing. Finde ich hier, dieser Platz ist eigentlich ganz schick dafür geeignet, dadurch, dass wir hier eine relative Ebene haben, mit ein paar Hügeln drin, wo wir auch die mal ein bisschen weiter ausschmücken können, damit wir wirklich so einen kleinen, so eine Hobbithöhle bauen können. Mehrere natürlich, klar, weil es ist ja nicht nur eine Hobbithöhle in Hobbing, es sind ja mehrere. So, da fangen wir mal gleich an, ein bisschen Holz zu kloppen, weil was, wie möchte ich denn anfangen zu bauen, wenn ich kein vernünftiges Werkzeug habe? Ich würde auch sagen, dass wir dann direkt mal anfangen hier die Ebene noch ein bisschen zu erweitern, indem wir mal hier in diese Richtung noch ein paar Bäume abhacken. Ja, da können wir ja so eine Art Lager bauen. Was natürlich wichtig ist, ich werde jetzt nicht direkt anfangen zu starten mit einer Hobbit-Höhle. Ne? Wobei, ich könnte mir vorstellen, da hinten da, so in so ein, etwas weiter nach unten zu bauen. Ich werde aber ein Stückchen weiter nach unten graben, um dort quasi so eine Art Zentrallager zu bauen. Damit wir nicht immer, damit wir nicht hier die schöne Landschaft zerstören, in der ich hier überall Kisten habe. Weil ich hasse es, wenn die Kisten nicht geordnet sind. Und man die meiste Zeit damit verbringt, wirklich den ganzen Kram einfach nur zu suchen. Ja. Fände ich jetzt nicht so cool. Erstmal hier ein Holzwerkzeug. Aller Anfang ist schwer, ist klar. Bitte habt auch ein bisschen Nachsicht mit mir, wenn ich so ein bisschen, ja, komisch klingen sollte, auch von der Aussprache her. Klar, hat den Hintergrund, erste Aufnahme. Gut, es ist jetzt der x-te Versuch, weil es gab ein paar Probleme. Einmal mit der Aufnehmen selber, dann hatte ich eine Aufnahme gemacht, da hatte ich dann blöderweise vergessen, den Ton mit aufzunehmen. Naja, und jetzt hoffe ich, dass alles funktioniert, aber da... Das werden wir dann sehen, wenn es wieder mal so weit ist. Und ich dann den ganzen Kram dann hochladen möchte. So. Beziehungsweise bearbeiten möchte, weil, klar, es muss ja noch ein bisschen was getan werden.
So, da gleich mal eine Schaufel gegönnt hier. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir doch. Oder können wir hier nicht so eine Art Zentrallager bauen? Das wäre dann auch ganz geil, oder? Genau, wenn ich mich hier einfach jetzt mal so. Ne? Nehmen wir den Baum hier und hacken den mal ab. Oh, ich krieg schon wieder Hunger. Platz hier. Dass dann quasi ich einmal hier wohne und dann so die Stadt quasi nach und nach ein bisschen weiter wächst. Klar, ich habe vor, noch ein bisschen was Neues zu bauen, so in der Hinsicht. Sagen wir mal einen Marktplatz und so einen ganzen Kram. Hier so rein. So. Ach, Granit, alles klar. Ein bisschen das Inventar leeren hier. Holz. Okay. Das auch, das auch. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Was zu essen. Oh ja, das wäre super geil. Und haben auch gleich Kohle gefunden. Das ist natürlich auch super wichtig. Weil, wie will ich mein Fleisch braten, wenn ich nicht wirklich was zum Brennen habe? Klar, ich könnte Holzkohle machen, aber das ist ja mal sowas von langweilig. Dann benutze ich lieber, wobei, wir haben so viel Wald hier. Naja, müssen wir uns noch gut überlegen. Hier. Müssen wir uns jetzt hier erstmal reinbauen und hier uns einen kleinen Unterschlupf hinsetzen. Weil es gibt nichts Blöderes, als ein paar Mal zu sterben. Klar, für euch ist das vielleicht noch ein bisschen witziger, also ansehnlicher, dass man auch mal ein bisschen failt und so. Habe ich auch nichts gegen, aber es muss nicht jetzt gleich am Anfang sein. Weil ich bin, ja, was das angeht, kann ich das auch ziemlich gut irgendwo runterfallen und dann einfach mal plötzlich sterben. Aber wer kann das, denke ich, nicht in Minecraft? Alles sehr interessant werden hier. Jede Menge Gravel, den brauchen wir natürlich, weil den würde ich ganz gerne verwenden, um beispielsweise Wege zu bauen. Aber nicht so diese herkömmlichen Wege, die dann hier, ne, was weiß ich, raus hier, die dann so hier aussehen, ne. Das ist total blöd, finde ich total ätzend. Also wenn, dann würde ich hier immer so zwischendurch mal so ein bisschen Gras, Kies und keine Ahnung, auch mal ein bisschen von mir aus Cobblestone reinsetzen. Aber einfach nur so einen straighten Kiesweg finde ich ein bisschen öde. Also, das muss nicht sein. So, wir haben jetzt 7 mal Cobblestone. Ich brauche aber 8 für den Ofen, ne? Irgendwie so. Zack. Mal gucken. Können wir eigentlich gleich mal noch den Rest hier mitnehmen? Bett abbauen und einmal die Werkbank mitnehmen. Schauen wir mal. Und da ist noch mehr Kohle. Wunderbar. Erstmal die Werkbank hinsetzen hier. Zack. Ofen. Jawohl. Heiße Angelegenheit. Stehe auf heiße Sachen. So. Bisschen Licht und was zu essen holen. Ey, ich habe keine Lust, hier gleich wieder Herzen zu verlieren, nur weil ich am Verhungern bin. Wäre nicht so toll. Ja, und wie gesagt, ich möchte das dann alles hier so nach und nach ein bisschen aufbauen. Sprich, wir fangen hier dieser Ort hier, wo ich jetzt anfange, wird Hobbing sein. Irgendwann werden wir dann, wenn wir, ja, wenn ihr es wollt, sagt, okay, du hast jetzt daran genug gebaut, oder ich bin der Meinung, okay, gut, so sieht das erstmal ganz gut aus. Ich hätte dann doch lieber mal Lust, noch was anderes zu sehen. Laufen wir dann in die Richtung und dann können wir zum Beispiel, ja, Frodo, der hier, nachdem Bilbo ja schon über alle Berge ist,
dann zu sagen, ja, okay, wir machen hier, ja, ist dann quasi Schicht im Schacht. Und wir als Hobbit, ja, wir sind jetzt nicht Frodo oder so, weil das muss jetzt ja nicht unbedingt sein, stehe ich jetzt nicht so drauf, als Frodo, mit Frodo verglichen zu werden. Aber dass wir dann sagen, okay, wir laufen straight in diese Richtung hier und gucken uns um, dass wir dann, keine Ahnung, die nächste Station bauen. Gut, vor Bree, wo er dann jetzt Streicher trifft, würde ich sagen, okay, bauen wir dann, keine Ahnung, jetzt hinten kein Fluss angelegt ist, irgendwo da so in diese Richtung. Dann bauen wir uns halt selber einen Fluss. Vielleicht mache ich das auch offscreen, vielleicht nehme ich das auch auf. Oder ich mache da so eine Art ja, Speedfolge draus, damit wir dann dort hinten Bockland haben mit der Brandywine-Brücke und dann Richtung Bree. Na, also jeder, der eigentlich sich so ein bisschen damit auskennt, der Herr der Ringe geguckt hat oder auch zum Beispiel das Online-Spiel dazu spielt, kann man sehr viel entnehmen, aber auch aus den Büchern, weil auch in den Büchern wird einiges beschrieben, beziehungsweise es gibt ja auch extra, jetzt sag ich mal, ja, Mittelerde-Bücher, wo auch alles so ein bisschen drin beschrieben wird. So, jetzt habe ich ein Problem. Nee, habe ich nicht. Da ist die Höhle. Super. Gehen wir hier mal wieder rein und snacken ein bisschen Hammelfleisch. Was ich aber auch noch machen werde, ist, das hier wird quasi unser Zentralpunkt werden. Von hier geht wirklich alles aus. Von diesem Punkt hier aus wird auch zum Beispiel, ich werde sehr viel später, zum Beispiel wenn wir in Bree ankommen sollten, werde ich sehr viel hier mit Wolle auch bauen. Sprich, ich spiele auf 1.8, das heißt, ich habe auch die Fahnen endlich mit drin. Dass ich dann auch wirklich hier ein paar Schafe hinstelle, die züchte regelmäßig, die Wolle nehme, um daraus dann Fahnen zu basteln. Beziehungsweise die Schafe, tut mir leid für euch, dann aber auch mal einfärben werde, damit ich ein bisschen bunte Wolle habe, weil nur weiße Wolle ist ja total öde. So, jetzt wird es schon wieder dunkel hier. Wahnsinn! Ist zwar jetzt nicht die gemütlichste Hütte, noch nicht zumindest, aber hey, was nicht ist, kann ja noch werden. So, wunderbar. Ja, auf diese Weise würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal noch ein bisschen Holz ab, damit wir daraus noch ein bisschen, doch noch ein bisschen Holzkohle machen werden, oder machen können, in erster Linie, damit wir noch ein paar Fackeln haben. Weil ich würde ja doch ganz gerne zuallererst einmal anfangen, das Lager zu bauen. Aber das, denke ich, werde ich dann in der nächsten Folge tun. Damit hier in der ersten Folge erstmal alles gesagt ist. Na? Und dann werden wir sehen. Kann ich euch noch ein bisschen mehr dazu erzählen, sprich die Geschichte im Allgemeinen. Was für ein Typ ich überhaupt bin, weil klar, ich könnte euch jetzt hier einen sowas von der Backe labern. Aber ja gut, ich würde dann euch auch in der nächsten Folge einmal erzählen, wie ich überhaupt auf dieses Thema hier gekommen bin, beziehungsweise auf diese Grundidee, weil da gibt es doch dann auch wieder einiges zu erzählen. Hat dann auch mal wieder ein bisschen, was heißt mal wieder, hat auch ein bisschen was mit dem, ja, ich sag mal, Privatleben zu tun. Und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. So, das noch ein bisschen mit hier. Das hier. Birke. Also ich finde irgendwie Birkenholz ist das hässlichste Holz, was es überhaupt in Minecraft gibt. Es ist zwar schön hell, ja, weil es ist das einzigste helle Holz, aber ich finde es total ekelhaft. Ich mag lieber, ich bin so mehr so der Eichentyp. Oder wo ich auch total drauf stehe, ist Fichte. So. Oh, Apfel. Was zu essen. Supergeil. Wo ich auch total glücklich drüber bin, ist, dass die Schafe endlich, seit 1.8 zumindest, lecker Essen geben hier. Na gut. So, dann werde ich das jetzt mal eben hier reinknallen.
da Holzkohle draus machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ansonsten würde ich mich auch über Kommentare und ein Abo freuen.